Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir behandeln heute das Schuldrecht. Wir haben momentan kein Bild. Da haben wir wieder eins. Unser Thema ist Werkvertrag und Pauschalreisevertrag. Wir haben da ein volles Programm, wie Sie sehen. Und Sie sollten da vielleicht auch aufpassen, damit Sie das verstehen. Sie können natürlich auch gerne weiter quatschen. Wir haben heute, wie gesagt, das Thema Werkvertrag. Letzten Donnerstag haben wir gemacht den Dienstvertrag, den Auftrag und den Geschäftsbesorgungsvertrag. Morgen machen wir den Maklervertrag. Sie sehen also, es gibt eine ganze Reihe Verträge. Das Schöne dabei ist, Sie müssen sich da nur im Gesetz zurechtfinden können. Das heißt, es wäre gut für Sie, wenn Sie das Gesetz auch mal lesen und nicht einfach nur versuchen, Folien oder Skripten oder Lehrbücher auswendig zu lernen, sondern einfach lesen, was die Paragraphen sagen. So, wir wiederholen das, was wir am letzten Donnerstag gemacht haben und machen weiter mit dem Stoff. Tja, also bei einem Dienstvertrag gelten die 280 folgende unmittelbar. Warum ist das so? Einfache Frage, was meinen Sie? So ist es, ein Schuldverhältnis, wir haben kein besonderes Gewährleistungsrecht, also gelten 280 folgende. Man kann Dienstverträge immer ordentlich kündigen. Warum ist das falsch? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Warum ist das so? Wo gucken Sie denn da? Ja, ein guter Trick. Wo gucken Sie denn da im Gesetz? Ungefähr. BGBAT, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht. Ja, wann darf man nur ordentlich kündigen? Wo steht das? Ja, so ist es. 620 Absatz 2, ich darf nur ordentlich kündigen, wenn keine Dauer bestimmt ist. Sehen Sie, Sie müssen nichts auswendig wissen, steht ausdrücklich im Gesetz. Dritte Aussage, die Dienstpflicht ist ein absolutes Fixgeschäft. Warum ist das so? Was meinen Sie? Warum ist das so? Was ist überhaupt ein absolutes Fixgeschäft? Ja, wenn ich den Dienst nicht dann erledige, wenn ich ihn erledigen soll, macht er unter Umständen keinen Sinn mehr, oder? Ja, sehr gut. Wenn ich den Dienst nicht dann erledige, wenn ich ihn erledigen soll, macht er gar keinen Sinn mehr. Stellen Sie sich einen einfachen Fall vor, Sie sollen montags von 8 bis 10 arbeiten, haben aber keine Lust und kommen erst am Dienstag um 12. Dann wird Ihr Chef sagen, tut mir leid, die Arbeit war gestern und wie willst du heute deinen Job von gestern machen? Das geht nicht. Deshalb Dienstpflichten, absolute Fixgeschäften, nicht nachholbar. Ein Arbeitsvertrag ist ein besonderer Dienstvertrag. Woher wissen wir das? Wie finden wir das raus? Wenn wir da ins Gesetz gucken, was entdecken wir ganz schnell unter den Vorschriften zum Dienstvertrag? Ja. Ja, wir decken ganz viele Vorschriften, die sich auf Arbeitsverhältnis beziehen, 622 zum Beispiel. Das sind also Vorschriften, die zum Arbeitsrecht gelten und die stehen beim Dienstvertrag, weil der Arbeitsvertrag eben ein Dienstvertrag ist mit Zusatzvorschriften. Also Dienstvertrag plus, können wir sagen. So ähnlich wie Verbrauchsgüterkauf, Kaufrecht mit Modifikationen ist Arbeitsrecht, Dienstvertrag mit Modifikationen. So, Dienstverträge sind immer entgeltlich. Woraus können wir das entnehmen? 611 Absatz 1. Ja, 611 Absatz 1. Der Dienstberechtigte ist zur Zahlung des Entgelts verpflichtet. 612 sagt, wenn über die Höhe des Entgelts nicht gesprochen ist, gilt die taxmäßige Vergütung, wenn es keine taxmäßige Vergütung ist, die übliche Vergütung.
Also genauso wie beim Werkvertrag. Es gibt immer Geld dafür. Gut, das war der Dienstvertrag. Dann haben wir gesprochen über den Auftrag. Was fällt Ihnen ein zum Auftrag? Ja, der Auftrag ist kein gegenseitiger Vertrag. Was ist er denn dann? Wissen Sie nicht. Okay, was ist er dann? Unvollkommen zweiseitig. Ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Was haben wir gelernt über unvollkommen zweiseitige Verträge? Was zeichnet die aus im Vergleich zum gegenseitigen Vertrag? Ja. Jein. Also es sind beide Parteien zu Leistungen verpflichtet. Aber wo liegt der Unterschied zum gegenseitigen Vertrag? Die Leistungen sind nicht Zug um Zug zu erbringen. Also hier zum Beispiel ist der Beauftragte verpflichtet, den Auftrag durchzuführen. Der Auftraggeber muss die Aufwendung ersetzen. Das muss aber nicht Zug um Zug erfolgen, sondern das erfolgt einfach unabhängig voneinander. Genauso wie bei der Leihe die Rückgabe unabhängig von dem Übergeben ist. Das heißt, unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Beide haben zwar Pflichten, aber die Pflichten stehen nicht in einem unmittelbaren Austauschverhältnis. Nächste Aussage: Der Beauftragte hat einen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Wo steht der? Also noch ein paar mehr wissen. Kann ja nicht sein, dass Sie das hier alle nicht wissen. Ja? 670. Hervorragend. Und wir haben gelernt, 670 ist eine ganz wichtige Norm, weil ganz viele andere Normen sagen, es gilt wie beim Beauftragten, zum Beispiel beim Vereinsvorstand haben wir gesehen, zum Beispiel bei 675 haben wir gesehen, zum Beispiel bei der Geschäftsführung ohne Auftrag. All die verweisen auf den 670. Nächste Aussage. Der Auftraggeber hat einen Anspruch auf Herausgabe des im Rahmen des Auftrags Erlangten. Wo steht das? Ja? Ja, 667 Herausgabepflicht. So ist es. 667 die Herausgabepflicht und die bezieht sich auf zwei Sachen, nämlich auf welche beiden verschiedenen Sachen bezieht sich 667? So ist es. Man muss das zurückgeben, was man zum Erfüllen des Auftrags bekommen hat und das, was man durch den Auftrag erlangt hat. Wenn ich Ihnen zum Beispiel einen Spaten gebe, damit Sie in meinem Garten den Spargel ernten können, dann müssen Sie mir am Ende den Spaten zurückgeben und den geernteten Spargel. Ja? Spaten plus Spargel. So, nächste Aussage. Nach 663 BGB gibt es keine Invitatio Offerendum bei öffentlichem Erbieten für Geschäftsbesorgung oder unentgeltliche Tätigkeit. Jetzt kommen wir zu diesem 663 BGB, wo Sie sich die ganze Zeit fragen, was regelt der eigentlich? Ja, was regelt der denn eigentlich? Was steht denn da so drin? Was sagt uns diese Norm? Ja? Eigentlich, dass ja der Vertrag automatisch zustande kommt, wenn der Beauftragte nicht nach, also wenn der Beauftragte quasi das öffentlich beworben hat und nicht nach dem Angebot wiederholt oder ablehnt. Ist das so? Da steht, dass der Vertrag automatisch zustande kommt. Ist das die Rechtsfolge der Norm? Ich glaube,
Ja, er ist verpflichtet, Nein zu sagen. Und wenn er es nicht sagt, muss er Schadensersatz leisten. Wenn Sie also jemanden haben, der Anwalt ist und der sagt, kommen Sie rein, ich übernehme Ihren Fall. Das steht auf dem großen Schild. Kanzlei Müller, ich übernehme jeden Fall, kommen Sie ruhig rein. Und dann gehen Sie da rein und dann sagt Ihnen der Anwalt Müller, nee, deine Nase gefällt mir nicht, dann haben Sie halt Pech gehabt, dann ist trotzdem kein Vertrag zustande gekommen. Weil dieses Schild ist eine reine Invitatio und wenn Sie dann nicht angenommen werden, kein Problem. Wenn Sie aber dahin gehen und dann 2 Stunden im Wartezimmer sitzen und dann sagt er Ihnen Nein, dann muss er Ihnen Schadensersatz leisten, weil aufgrund des Schildes konnten Sie davon ausgehen, dass er jeden Fall übernimmt und also auch Sie. Es führt aber nicht dazu, dass der Vertrag zustande kommt. Es führt einfach nur dazu, wenn ich mich nicht rechtzeitig melde, dann muss ich den Schaden ersetzen, der durch das verspätete Melden entstanden ist. Normalerweise müssen Sie nichts sagen. Denn wenn Sie nichts sagen, passiert Ihnen auch nichts. Das sagt 663 BGB. Ja, letzte Aussage. Ein Auftrag kann nur widerrufen werden, wenn eine Partei Verbraucher ist. Stimmt das? Wann kann man einen Auftrag widerrufen? Ja. Nach § 671 jederzeit. Ja. Aber das ist nach Absatz 2 eingeschränkt. Ja. Dass der der Auftraggeber kann widerrufen und der Beauftragte kann halt nur kündigen, wenn der Auftraggeber trotzdem noch gesorgt wird. Ja. Also in der Tat, 671 sagt uns, der Auftraggeber kann seinen Auftrag jederzeit widerrufen. Er kann sagen, ich will dich nicht mehr. Und der Beauftragte kann jederzeit kündigen, kann sagen, ich will nicht mehr. Allerdings der Beauftragte darf dann nicht kündigen, wenn das zu einem Nachteil für ihn, für den Auftraggeber führt. Das ist insbesondere der Fall, wenn der zum Beispiel eine Pflege bringt, der versorgt den, weil der Auftraggeber behindert ist, nicht mehr aus dem Bett kommt oder ähnliches und dann sagt er, ach nee, heute komme ich mal nicht, da wirst du halt sterben, ist mir doch egal, dann muss der zumindest dem Auftraggeber Gelegenheit geben, dass er ersatzlich besorgt. Ja, wichtig ist, dass Sie sich merken, der Widerruf nach 671 hat gar nichts zu tun mit 355 Folgende. Nichts. Auch 358 sowas findet keine Anwendung. Das ist was ganz Eigenes. Genauso wie 130 BGB damit nichts zu tun hat. Das hat nichts mit Verbraucher, Unternehmer oder irgendwas zu tun. Ja? Nicht verwirren lassen. Nur weil das alles Widerruf heißt, sind das alles verschiedene Dinge. So, nächster Punkt. Geschäftsbesorgungsvertrag. Ja. Ja, schauen wir mal. Ein Geschäftsbesorgungsvertrag ist ein Werkvertrag oder Dienstvertrag, auf den bestimmte Regeln des Auftragsrechts Anwendung finden. Woraus entnehmen wir das? Wo steht das? Ja? Ja, 675 Absatz 1 sagt uns, das sind Werkverträge oder Dienstverträge, auf die bestimmte Vorschriften des Auftragsrechts Anwendung finden. Wenn Sie die Liste durchgucken, sehen Sie da die drei wichtigen Normen. 663, wo ich Ihnen eben gesagt habe, wer sich öffentlich anbietet, muss rechtzeitig ablehnen oder Schadensersatz leisten. Zweitens 667, Herausgabe des Erlangten und Herausgabe der Hilfsmittel. Das heißt, wenn Sie einem Anwalt all Ihre Unterlagen geben, damit er Ihren Prozess für Sie gewinnt, kriegen Sie am Ende die Unterlagen wieder zurück.
oder einem Steuerberater geben Sie alle Ihre Rechnungen, die kriegen Sie am Ende wieder zurück. Einfach. Geben Sie zu? Ja. Und dann 670, das heißt, Anwälte, Ärzte, Steuerberater kriegen auch ihre Spesen ersetzt. Das heißt, wenn die Reisekosten hatten, Kopierkosten und sowas, haben die einen Anspruch auf Ersatz, der über das Honorar hinausgeht. Das gibt es also extra. So, der Beauftragte haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Ja? Weil es nirgendwo steht. Ganz einfach, weil das Gesetz eine solche Regelung nicht kennt. Wo haben wir eine solche Regelung gesehen, dass jemand nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet? Wo tauchte sowas mal auf? Letzte Woche Dienstag, was noch nicht so lange her ist, glaube ich. Ja? Ja, bei 599 für die Leihe und bei 521 für Schenkung steht es auch nochmal. Und wir haben dann noch gesehen die unentgeltliche Verwahrung und haben da gesehen, bei der unentgeltlichen Verwahrung, wie haftet da der Verwahrer? Nur für die eigenübliche Sorgfalt. Das heißt, wenn Sie einem Hund zum Tierquäler geben, dann können Sie davon ausgehen, dass er die fremden Hunde nicht besser behandelt wird als seine eigenen und Sie müssen damit halt leben. Also, da haben wir Haftungsprivilegierungen. Beim Auftrag ist man nicht privilegiert. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber gesagt hat, wenn man schon einen Auftrag kriegt, dann soll man ihn auch richtig ausfüllen, weil da geht es um Tätigkeiten. Bei Tätigkeiten gibt es keinen Raum für eigenübliche Sorgfalt oder für grobe Fahrlässigkeit. Da muss man so gründlich handeln wie nur irgendwie möglich, auch wenn man kein Geld dafür kriegt. Bei einem Werkvertrag muss eine Sache bearbeitet werden. Da gibt es eine gesetzliche Regelung, die Ihnen ganz klar sagt, dass das nicht der Fall ist, nämlich welche? Ja? Ja, 631 Absatz 2 deutet zwar am Anfang an, ja, Gegenstand kann die Herstellung und Verarbeitung einer Sache sein, aber dann geht es weiter, als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg. Und ich habe Ihnen gesagt, Beispiele für Werkverträge sind zum Beispiel Theateraufführungen oder Konzerte. Sie gehen dahin und dann sollen die gefälligst Musik machen oder ein Theaterstück aufführen. Beispiele für Werkverträge sind auch Transportverträge. Wenn Sie in ein Taxi steigen und sagen denen, fahren Sie mich nach Berlin, dann ist das ein Werkvertrag. Sie möchten gerne lebend in Berlin ankommen. Und das ist deren Aufgabe. Beim Werkvertrag ist immer nur der Test, ist am Ende wichtig, dass der Erfolg eintritt oder soll er nur sein Bestes geben? Wenn er nur sein Bestes geben soll, ist es ein Dienstvertrag. Beim Werkvertrag muss es auch klappen. Und wenn es nicht klappt, kriegt er halt kein Geld. Letzter Punkt, der Werkvertrag ist immer entgeltlich. Woraus entnehmen wir das? Ja? So ist es. 631 Absatz 1 und wenn über die konkrete Höhe nicht gesprochen worden ist, aus 632. Außerdem, wenn ich ein Werk unentgeltlich erbringen will, was ist das dann für ein Vertrag? Wenn ich sage, ich repariere dein Auto, will aber kein Geld dafür. Wie würden Sie diesen Vertrag einordnen? Ja? Ja, das ist ein Auftrag. Also wenn bei einem Dienst- oder Werkvertrag das Entgelt wegfällt, handelt es sich immer um einen Auftrag. Ja? Das ist der einfache Test. Mit Entgelt müssen Sie unterscheiden, Dienstvertrag oder Werkvertrag. Ohne Entgelt haben Sie immer einen Auftrag. Eigentlich ist BGB doch einfach. So, wir haben über den Werkvertrag gesprochen. Der Werkvertrag ist deshalb oft problematisch, weil der eine Kooperation zwischen dem Werkbesteller
und dem Werkunternehmer voraussetzt. Wenn wir mal in 642 BGB reinschauen, da steht drin, ist bei der Herstellung des Werks eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch unterlassene Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. Dabei geht es um folgendes Problem. Sie gehen zu einem Schneider und lassen sich einen Maßanzug anfertigen. Dazu muss der Sie ausmessen. Wenn Sie aber nicht zum Ausmesstermin kommen, kann das leider nicht machen. Oder Sie gehen zum Anwalt und sagen, verteidige mich, aber Sie kommen nicht, um dem den Sachverhalt zu schildern. In all diesen Fällen kann der ohne Sie nicht weitermachen, er braucht Ihre Hilfe und dann hätte er das Problem, er kann das Werk nicht erbringen und würde auch kein Geld kriegen. Denn beim Werk kriegt er nur Geld, wenn der Erfolg eintritt. Also sagt uns 642, wenn ich eine solche Mitwirkungshandlung habe, muss ich den Werkbesteller in Annahmeverzug setzen. Wir haben über Annahmeverzug gesprochen. Annahmeverzug bedeutet hier entweder, es gibt einen konkreten Termin, wo der nicht auftaucht. Dann ist er in Annahmeverzug. Oder ich habe ihn aufgefordert und er kommt trotzdem nicht. 295. Auch dann ist er in Annahmeverzug. Der Annahmeverzug hat die Folge des Gefahrübergangs. Das heißt, wenn er nicht kommt, dann trägt er die Gefahr, dass das Werk unmöglich wird und muss trotzdem bezahlen. Er müsste also bezahlen, obwohl der Anwalt nichts tut, obwohl kein Anzug geschneidert wird, muss er trotzdem voll bezahlen, wenn das unmöglich wird. Und zum zweiten 304 BGB, den haben wir uns auch schon mal angeguckt, da steht drin, wenn jetzt der Werkunternehmer Aufwendungen hat, zum Beispiel weil er große Ballen mit Stoff irgendwo lagern muss und die vor Motten schützen muss, dann kann er dafür Ersatz in Geld verlangen. Zweitens kommt 642 und 642 sagt, wenn der Werkbesteller seine Mitwirkung nicht erbringt, dann muss er eine angemessene Entschädigung an den Werkunternehmer zahlen. Die Idee ist, der Werkunternehmer bekommt Geld, obwohl er gar nichts tut. Also so die angemessene Entschädigung dafür, dass er da ist. Und 643 ist dann noch die Steigerung. Der Unternehmer ist berechtigt, dem Besteller eine Frist zu setzen und nach Ablauf der Frist darf er dann kündigen und er kriegt dann nach der Kündigung anteilige Vergütung und seine bereits getätigten Ausgaben. Also insoweit soll der Werkbesteller gezwungen werden, seinen Mitwirkungspflichten nachzukommen. Wenn er es nicht tut, muss er halt bezahlen und riskiert, dass das Ganze unmöglich wird. Der Unternehmer hat noch mehr Schutzbedürfnis. Das Typische sind die Bauhandwerker. Ein Bauhandwerker hat oft das Problem, dass die Kunden nicht rechtzeitig zahlen. Wenn Sie zum Beispiel ein Maurerunternehmen haben und haben 20 angestellte Beschäftigte, die alle brav für Sie mauern und bestellen immer schön brav die Porotonsteine und die Klinkersteine und alles, was dazugehört, dann gehen Sie in Vorleistung. Und wenn der Kunde nicht bezahlt, dann haben Sie die Rechnung und können die nicht bezahlen und gehen dann pleite. Damit das nicht passieren kann, hat der Werkunternehmer gewisse Sicherheiten. Und die klassische Sicherheit ist 647, das Werkunternehmerpfandrecht. Wenn Sie Ihr Auto in die Werkstatt geben und die Rechnung nicht bezahlen, dann darf der Werkunternehmer, also der Werkstattmensch, Ihr Auto zwangsversteigern lassen. Der kann also hingehen und Ihr Auto zu Geld machen, dann nimmt er das Geld, was er bekommt, von dieser Masse und den Restgeld kriegen Sie dann ausgeschüttet. So ähnlich wie bei unserem Vermieterpfandrecht. Sie sind ja selber schuld, weil Sie haben Ihr Auto freiwillig abgegeben und nicht bezahlt. Deshalb darf der Werkunternehmer Ihr Auto dann verkaufen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn es wirklich auch Ihr Auto ist. Wenn Sie mein Auto in die Werkstatt geben, dann darf er das nicht, weil es ja nicht Ihr Auto ist. Es muss die Sache des Bestellers sein, das heißt nur Ihr eigenes Auto, kein fremdes Auto.
Wer fremde Autos in die Werkstatt gibt, kann dadurch keine Unternehmerpfandrechte verschaffen. Zweitens, das gilt nur für bewegliche Sachen. Also Sie geben Ihr Auto in die Werkstatt, Sie geben Ihre Uhr in die Werkstatt, Sie geben Ihr Handy zur Reparatur. In all diesen Fällen kann der hinterher das Ding verkaufen. Aber wenn Sie Grundstücke haben, dürfen Sie nicht das Grundstück verkaufen, auf dem Sie gemauert haben. Deshalb sagt 648 BGB, kriegen Sie eine Sicherungshypothek. Sie werden also als Hypothekengläubiger im Grundbuch eingetragen und wenn der dann nicht zahlt, dann können Sie bei Gericht die Zwangsvollstreckung in das Grundstück veranlassen. Das heißt, das wird dann zwangsversteigert. Dann wird das Häuschen, was Sie gebaut haben, versteigert und das Geld geht dann an die Handwerker. Das BGB sagt, das setzt allerdings voraus eine Einigung und eine Eintragung im Grundbuch und dazu haben Sie einen Anspruch. Das heißt, der Werkunternehmer, der Maurer, kann den Besteller verklagen auf Zustimmung zur Eintragung einer Hypothek. Wenn er es nicht tut, dann muss er nicht arbeiten. Letzter Punkt, es gibt 648a und das ist die einfachere Variante gegenüber der Hypothek. Der Werkbesteller kann nämlich andere Sicherheiten gewähren, insbesondere eine Bankbürgschaft. Dann sagt die Bank, wenn der Werkbesteller nicht zahlt, dann zahlen wir. Das soll sicherstellen, dass auf jeden Fall die Handwerker an ihr Geld kommen. Das Ganze gilt nur für Bauhandwerker, das heißt nur für Leute, die an einem Haus mitbauen, also Installateure, Elektriker, Maurer, Dachdecker, alles was dazugehört, die haben diesen Anspruch. Wenn eine solche Sicherheit nicht bestellt wird, kann der Bauhandwerker eine Frist setzen und wenn innerhalb der Frist nichts passiert, darf er sagen, dann mauern wir halt nicht weiter, bis eine Bankbürgschaft vorgelegt worden ist. Er kann zudem kündigen und Schadensersatz verlangen, weil er gesagt, mit so Bedingungen muss ich mich nicht zufrieden geben. Das heißt, der Bauhandwerker wird hier geschützt. Ich habe eben über Mitwirkungspflichten gesprochen, das heißt das Anpassen des Anzuges oder die Mitteilung von Sachverhaltsinformationen, die Übergabe von Unterlagen. Es gibt auch eine viel einfachere Mitwirkungspflicht. Wenn Sie Ihr Auto in die Werkstatt bringen, müssen Sie es vielleicht auch irgendwann mal abholen. Wenn das Auto in der Werkstatt ist, kann es noch so toll repariert sein. Wenn Sie es nicht abholen, dann steht das halt so da rum. Das BGB ist in dieser Hinsicht recht brutal. Es sagt nämlich in 641, der Anspruch auf Vergütung wird erst dann fällig, wenn Sie das Werk abgenommen haben. Das heißt, Sie müssen nicht zahlen, solange Sie nicht gesagt haben, ja, ist in Ordnung, nehme ich. Solange Sie das nicht sagen, müssen Sie keinen Cent zahlen. Das heißt auch, solange Ihr Auto in der Werkstatt steht, müssen Sie erstmal nicht zahlen. Sie müssen erst zahlen, wenn Sie hingefahren sind und das Auto angenommen haben, gesagt haben, ist okay. Das Zweite ist, solange Sie nicht abgenommen haben, trägt auch der Werkunternehmer die Preisgefahr. Das bedeutet, wenn jetzt das Auto von Hagelkörnern getroffen wird oder der Blitz einschlägt oder es geklaut wird, dann kriegt der Werkunternehmer keinen Cent. Das heißt, solange die Abnahme nicht erfolgt ist, trägt der das Risiko, kein Geld zu kriegen, weil er alles schuld ist. Und letzter Punkt, die Abnahme ist der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Verjährung für die Gewährleistungsrechte. Das heißt, erst in dem Moment, wo Sie das Auto abgeholt haben, beginnen die 2 Jahre zu laufen. Vorher passiert nichts. Das Ganze gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Bauarbeiten. Solange Sie nicht dem Bauarbeiter gesagt haben, ja, passt, solange läuft keine Verjährung, solange trägt der die Gefahr, dass das Gebäude durch Erdbeben zusammenstürzt, solange kriegt der kein Geld. Sie sehen also, diese Abnahme ist sehr wichtig und der Gesetzgeber hat dazu 2 Notauswege geschaffen. Der erste Notausweg sehen Sie in 644 Absatz 1 Satz 2, der Sie erinnern sollte an 446 Satz 3.
Da steht nämlich drin, der Gefahrübergang erfolgt bereits dann, wenn der Werkbesteller im Annahmeverzug ist. Das heißt, wenn Sie eigentlich hätten abnehmen müssen, das aber nicht tun, dann werden Sie so behandelt, als wäre die Gefahr bereits übergegangen. Sie müssen also bezahlen, wenn es schlechter wird oder ähnliches. Zweite Ausnahme, damit die Verjährung beginnt und die Fälligkeit eintritt, muss der Werkunternehmer Ihnen eine Frist setzen. Er muss also sagen, du hast jetzt noch eine Woche Zeit, bitte hol in dieser Zeit dein Auto ab. Wenn er es nicht schafft, das Auto abzuholen, wird der Käufer so behandelt, als hätte er es abgeholt, was zur Folge hat, dass zum einen die Verjährung zu laufen beginnt und zum zweiten die Vergütung fällig wird. Das heißt, der Käufer wird so behandelt, als hätte er abgenommen. Nochmal, der Annahmeverzug führt nur zum Gefahrübergang. Wenn Sie die anderen beiden Folgen haben wollen, müssen Sie grundsätzlich eine Frist setzen und die Frist muss vergeblich ablaufen. Annahmeverzug setzt keine Frist voraus. Annahmeverzug ist einfach nur, dass er nicht abholt zu einem Zeitpunkt, wo er abholen müsste. Jetzt haben wir immer gesprochen über den armen Werkunternehmer, der geschützt werden müsste, aber auch der Werkbesteller hat gewissen Schutz. Und dieser Schutz, den finden Sie in 649. 649 ist eine ganz überraschende Norm, der sagt nämlich, der Werkbesteller kann jederzeit kündigen. Er kann jederzeit sagen, hör sofort auf, ich möchte nicht mehr. Der Werkunternehmer kriegt allerdings Geld. Und das ist so ähnlich wie bei 326 Absatz 2 Satz 2. Er bekommt ersetzt erstmal alles, den kompletten Preis, den kompletten Werklohn, aber er muss sich abziehen lassen, das, was er an Aufwendungen erspart hat oder anderweitig erzielen kann. Die typischen Fälle sind, Sie wollen nach Mallorca fliegen und buchen sich einen Flug nach Mallorca und einen Tag später überlegen Sie sich anders und stornieren den Flug. Wenn die Fluggesellschaft Ihren Sitzplatz anderweitig besetzen kann, hat die 100% Aufwendungen erspart, das heißt, sie kriegt von Ihnen keinen Cent. Wenn die keinen findet, der auf Ihrem Sitz sitzt, muss sie sich anrechnen lassen, das, was sie an Gewicht spart, weil Sie nicht dabei sind, Ihr Gepäck nicht dabei sind. Sie muss sich anrechnen lassen, dass sie an Steuern und Flughafengebühren spart, denn wenn ein Passagier weniger da ist, müssen die keine Flughafengebühren und Steuern zahlen. Aber alles andere bekämen Sie an Geld ausgeschüttet. Weil diese Berechnung in der Praxis total schwierig ist, hat der Gesetzgeber eine einfache Regelung aufgestellt. Er hat nämlich gesagt, es wird nach 649 Satz 3 vermutet, dass man 5% kriegt. Das heißt, wenn Sie kündigen, kriegt der Werkunternehmer 5% von dem, was vereinbart worden ist. Der kann aber beweisen, dass er höhere Aufwendungen bereits getätigt hat oder dass er, wenn alles gut gelaufen wäre, einen Gewinn von 80% gehabt hätte. Wenn er beweisen kann, seine Gewinnspanne beträgt 80%, dann kriegt er auch diese 80% bezahlt. Umgekehrt können Sie aber auch beweisen, dass er eine viel niedrigere Gewinnspanne hatte und oder dass er hier viel niedrigere Aufwendungen bereits getätigt hat. Dazu muss der Werkunternehmer Ihnen offenlegen, ungefähr wie er kalkuliert, damit Sie das einschätzen können und sagen können, 5% sind zu viel oder zu wenig. Wenn Sie diskutieren wollen, lassen Sie sich auf die 5% ein. Wenn alle sich einig sind, gibt es 5%, egal was. So, jetzt kommen wir zur Gewährleistung im Werkvertragsrecht. Das fängt an wieder mit der Gefahr. Und die Leistungsgefahr ist hier ganz einfach. Wenn die Erbringung des Werkes unmöglich ist, muss sie auch nicht mehr erbracht werden. 275 Absatz 1. Wenn die Erbringung des Werkes wirtschaftlich völlig unzumutbar ist, das heißt, wenn das Leistungsinteresse des Werkbestellers deutlich niedriger ist als der Aufwand des Werkunternehmers, muss das Werk nicht erbracht werden nach 75 2.
Und wenn der arme Werkunternehmer sich um sein sterbendes Kind und seine sterbende Frau kümmern muss, dann ist er auch nach 275 Absatz 3 zur Leistungsverweigerung berechtigt. In allen drei Fällen gibt es keinen Anspruch darauf, dass er das Werk macht. Ich kann ihn also verklagen, die Klage wird abgewiesen. Spannender ist die Frage, wann bekommt der Werkunternehmer Geld? Die Antwort lautet grundsätzlich dann, wenn er das Werk richtig erbracht hat. Es greift aber zunächst mal 326 und 326 sagt, wenn unmöglich geworden, gibt es grundsätzlich auch keine Bezahlung. 326 Absatz 1 Satz 1. Ausnahme haben wir auch alle gelernt, 326 Absatz 2 Satz 1, wenn die Unmöglichkeit allein oder weit überwiegend auf eine Verantwortlichkeit des Gläubigers zurückzuführen ist oder der Gläubiger am Annahmeverzug ist und der Schuldner diese nicht zu vertreten hat. Wir haben auch gesehen, 644 BGB, maßgeblich ist die Abnahme, das heißt, solange das Werk nicht abgenommen ist, gibt es auch kein Geld, selbst wenn es perfekt erbracht worden ist. Davon gibt es eine Ausnahme in 646, der sagt, bei bestimmten Werken ist eine Abnahme nicht erforderlich. Das bezieht sich zum Beispiel auf so Sachen wie die Theateraufführung. Bei der Theateraufführung müssen Sie am Ende nicht sagen, ja, hat mir gefallen, sondern Sie müssen trotzdem bezahlen, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat oder beim Konzert. Dann haben wir, ähnlich wie im Kaufrecht, eine Sonderregelung für den Versendungskauf. Sie haben Ihr Handy zur Reparatur eingeschickt und es wird wieder per Post zurückgeschickt. Und dann sagt 644 Absatz 2, geht die Gefahr, dass Sie bezahlen müssen, obwohl Sie das Handy nicht bekommen, bereits dann über, wenn der Reparateur das Handy bei der Post abgegeben hat. Und ganz, ganz wichtig, wir haben gesehen, im Verbrauchsgüterkauf, da gilt das nicht, wenn der eine Unternehmer und der andere Verbraucher ist. Hier gilt das auch, wenn Sie Verbraucher sind. Wenn Sie also Ihr Handy zur Reparatur einschicken, riskieren Sie, dass die Post es kaputt macht auf dem Rücksendeweg. Das ist Ihr Risiko. Sie sind da nicht geschützt. Wenn Sie ein neues Handy kaufen, ein gebrauchtes, ist das das Problem des Verkäufers. Letzter Punkt, der Besteller ist auch dann schuld, wenn die Nichterfüllung darauf beruht, dass er schlechte Materialien geliefert hat. Wenn Sie also selber den Sand für den Zement liefern und dieser Sand ist schlecht, weil da so viel Katzenkot drin ist, dann sind Sie selber schuld, wenn Ihr Zement da nicht richtig klebt. Oder wenn Sie den Stoff für Ihren Anzug selber dahin liefern und der Stoff ist jetzt schon mottenzerfressen, dann müssen Sie halt am Ende damit leben, dass auch Ihr Anzug mottenzerfressen ist. Und wenn Sie Weisungen erteilen, die Quatsch sind und das Haus stürzt hinterher zusammen, weil ein Haus mit diesen Maßen nicht halten kann, dann sind Sie auch schuld und müssen trotzdem bezahlen. Das steht in 645. 645 entspricht dem 326 Absatz 2 erste Variante und 644 Absatz 1 Satz 2 entspricht dem 326 Absatz 2 erste Variante. Bei dem Motto, selber schuld, dass du kein vernünftiges Werk bekommen hast. Die Regelungen für Pflichtverletzungen vor Gefahrübergang ist relativ einfach. Wenn Sie das Handy zur Reparatur einschicken und es passiert einfach gar nichts, dann können Sie ganz normal unmittelbar nach 280 folgende oder 323 folgende vorgehen. Sie können also sagen, ich möchte mein Handy wieder zurückhaben und meine Anzahlung, das wäre dann 346. Oder Sie sagen, ich habe, weil ich das Handy nicht habe, Riesenverdienstausfälle gehabt, die möchte ich ersetzt haben. Das wäre dann 280 Absatz 1, Absatz 2, 286. Dasselbe gilt auch, wenn Mängel aufgetreten sind, bevor Sie es abgenommen haben. Wenn der also kommt und sagt, hier, dein Handy ist repariert, Sie gucken da kurz drauf und sagen, da ist ein Riesenkratzer drauf, das will ich nicht, dann haben Sie auch Ansprüche aus 280 folgende
und aus 320 folgen. Sie können also zurücktreten oder die Zahlung einfach verweigern. Das Gewährleistungsrecht greift erst dann ein, wenn Sie das Werk abgenommen haben. Sie müssen also hingegangen sein und gesagt haben, danke für das Handy, das ist okay. Oder danke für das Auto, das ist okay. Dann sagt uns 640, wenn wir da mal kurz reingucken, allerdings auch in Absatz 2, wenn Sie den Mangel schon kennen, müssen Sie ausdrücklich sagen, dass Sie da noch eine Reparatur haben wollen. Sonst haben Sie keine Rechte. Wenn Sie also Ihr Handy nehmen, da ist der Riesenkratzer und Sie sagen vielen Dank, dann können Sie nicht hinterher verlangen, dass der Kratzer weggemacht wird. Sie haben also die Wahl, Annahme ablehnen, dann bleiben Sie ganz normal im allgemeinen Schuldrecht. Annehmen, ohne was zu sagen, dann haben Sie gar keine Rechte bezüglich der Mängel, die Sie gesehen haben. Oder Annahme und meckern oder Ihre Rechte vorbehalten, dann können Sie nach Gewährleistungsrecht vorgehen. Die drei Möglichkeiten haben Sie. Annehmen ohne Vorbehalt, annehmen mit Vorbehalt oder nicht annehmen. Ja, wenn ich Ihnen sage Gewährleistungsrecht, dann geht es da um 634. Und 634 sollte Sie an eine andere Norm erinnern aus dem Kaufrecht, nämlich an welche? Ja, an Paragraph 437 BGB. Und genauso wie bei Paragraph 437 BGB brauchen wir hier auch wieder einen Mangel. Und Sie erinnern sich, im Kaufrecht haben wir den Sachmangel in 434 gehabt und den Rechtsmangel in 435. Und wo finden Sie den Mangel im Werkvertragsrecht? In Paragraph 633. Und wenn wir uns den Paragraphen 633 angucken, dann sehen wir zunächst mal den Absatz 1. Und welcher Regelung aus dem Kaufrecht entspricht der Absatz 1? Ja? Nein. So ist es. 433 Absatz 1 Satz 2, das ist die allgemeine Pflicht, sach- und rechtsmangelfrei zu leisten. Dann Absatz 2 Satz 1, welchem Satz oder Absatz, welcher Norm entspricht das im Kaufrecht? Ja, so ist es. 633 Absatz 2 Satz 1 entspricht 434 Absatz 1 Satz 1. Und was entspricht 633 Absatz 2 Satz 2? Das ist ja nicht so schwierig. Ja? Genau, 434 Absatz 1 Satz 2. Und was entspricht 633 Absatz 2 Satz 3? Ja? Genau, 434 Absatz 3. Das heißt, welche Sachen fehlen im Vergleich zu 434? Jetzt wird es ja spannend. Wo liegt der Unterschied? Wir haben jetzt die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede? Ja, der Absatz 2 fehlt komplett. Fehlt noch was? Ja? Ja, es fehlt auch 434 Absatz 1 Satz 3. Können Sie sich erklären, warum der Absatz 2 von 434 komplett fehlt? Ja? Absatz 2 von 434 ist ja ein werkvertragliches Element im Kaufvertrag. Ein Werkvertrag bedeutet, dass der Sinn, dass das Werk hergestellt wird. Ja. In der Tat,
beim Werkvertrag wird der ohnehin der Erfolg geschuldet. Das heißt, am Ende muss das Ganze perfekt funktionieren. Die Montage ist also Teil des Erfolges. Da brauchen wir keine eigene Regelung für. Daher gibt es den Absatz 2 nicht. Wieso fehlt denn der 434 Absatz 1 Satz 3 BGB, das mit den Werbeaussagen von Hersteller oder Verkäufer? Wenn wir schon so alles abschreiben. Warum lassen wir dann was weg? Ja. Ja, man sagt in der Tat, jeder Werkvertrag ist individuell. Das heißt, es gibt gar keine Standardprodukte. Wenn ich mein Handy in die Reparatur gebe, ist es vielleicht ganz anders, als wenn Sie Ihr Handy in die Reparatur geben. Jede Leistung ist eine andere. Und da kann man keine Standard-Werbeaussagen treffen. Wir haben aber auch praktisch kein großes Problem, weil nämlich der Werkunternehmer ja für Beschaffenheitsvereinbarungen haftet. Wenn Ihnen also der Taxifahrer sagt, ich bringe Sie in 20 Minuten zum Flughafen Köln-Bonn, dann muss er das auch einhalten, weil das eine Beschaffenheitsvereinbarung bezüglich seiner Fahrweise ist. Ja. Ansonsten, Sachmangelbegriff, müssen Sie nichts Neues erkennen, das ist dasselbe wie im Kaufrecht, exakt dasselbe, 1:1. Rechtsmangel 633 Absatz 3 ist exakt dasselbe wie in 435, da müssen Sie also auch nichts Neues lernen. Ja, sehen Sie, einfach. Allerdings haben wir auch gesehen, es gibt andere Verträge, wo der Mangelbegriff anders ist, zum Beispiel im Mietvertrag. Da haben wir einen anderen Mangelbegriff als im Kaufvertrag. So, wenn wir uns den 634 ansehen, dann sehen Sie im 634 im Wesentlichen dasselbe wie in Paragraph 437. Es gibt aber ein paar kleine Unterschiede. Der erste Unterschied ist schon bei der Nacherfüllung. Bei der Nacherfüllung haben Sie im Kaufrecht die Wahl, ob Sie eine andere Sache haben wollen oder die Sache, die Sie bekommen haben, repariert. Im Werkvertragsrecht entscheidet der Werkunternehmer, ob er sein altes Werk nachbessern will oder ein neues durchführen will. Das heißt, nicht der Besteller, nicht der Auftraggeber, sondern derjenige, der tätig wird. Der Werkunternehmer entscheidet. Der zweite Unterschied ist, hier gibt es keine Unterscheidung mit Ein- und Ausbaukosten und sowas, weil der Ein- und Ausbau immer Teil der Werkleistung ist. Das heißt, die gehört immer mit dazu. 634 Nummer 2 kennen Sie nicht im Kaufrecht. Das ist das Selbstvornahmerecht. Selbstvornahme bedeutet, entweder Sie reparieren selber oder Sie beauftragen jemanden, der nicht der Unternehmer ist. Sie gehen also in eine andere Werkstatt. Dann können Sie das machen und kriegen Ihre Kosten ersetzt. Voraussetzung ist aber, genauso wie für Schadensersatz statt der Leistung oder Rücktritt, dass Sie vorher eine Frist gesetzt haben und die Frist vergeblich abgelaufen ist. Jetzt fragt man sich, wo liegt der Wert des Ganzen, denn Sie können ja auch Kosten für Reparaturen als Schadensersatz statt der Leistung geltend machen. Der Unterschied ist, hier brauchen Sie keinen vertreten müssen. Selbst wenn der Unternehmer das unter keinen Umständen besser machen konnte, kriegen Sie immer die Nacherfüllungskosten. Natürlich können Sie keine Selbstvornahme machen, wenn die Nacherfüllung ohnehin unmöglich ist. Wenn niemand reparieren kann, können Sie das selber auch nicht. Wenn die Nacherfüllung völlig unwirtschaftlich ist und Ihr Leistungsinteresse geringer ist als die Reparaturkosten, dann darf nicht nur der Unternehmer die Reparatur verweigern, sondern Sie dürfen die auch nicht ausführen und dem die Rechnung schicken. Sie können also sozusagen nicht mittelbar dazu zwingen, die Kosten zu tragen, indem Sie es halt selber machen.
Wenn der verweigern darf, muss er auch nicht bezahlen. Und Sie dürfen einen Vorschuss verlangen. Das heißt, wenn der das nicht macht, können Sie ihn erstmal verklagen darauf, dass er Ihnen einen Vorschuss zahlt, damit Sie einen Handwerker beauftragen können. Ja? Das war nicht schwierig. 634 Nummer 3 entspricht dem 437 Nummer 2, hat daher auch zwei Varianten, nämlich den Rücktritt, Sie erinnern sich, Rücktritt nur bei Erheblichkeit wegen 323.5 und Rücktritt führt dazu, Sie kriegen Ihr Geld zurück, müssen aber auch das Werk zurückgewähren oder Wertersatz leisten. Minderung, erinnern Sie sich auch noch dran, heißt, Sie behalten das Werk und bekommen einen Teil Ihrer Gegenleistung zurück, also einen quotalberechneten Teil. Und Sie haben sich jetzt mal diese ganz komplizierte Formel, wo Sie mit Dreisatz berechnen müssen, wie viel Geld Sie zurückbekommen und wie viel nicht. Sehr schwierige Berechnung. Letzter Punkt, 634 Nummer 4 entspricht 437 Nummer 3. Da geht es um Schadensersatz. Und es gibt wieder Schadensersatz neben der Leistung. Das heißt, alle Schäden, die nicht eingetreten wären, die eingetreten wären, unabhängig davon, ob die Leistung richtig oder schlecht erfolgt. Während hier Schadensersatz statt der Leistung bedeutet, wenn die Leistung zum letztmöglichen Zeitpunkt, das heißt zu dem Moment, wo Sie Schadensersatz verlangen, erfolgt wäre, wäre dann der Schaden entfallen. Wenn der dann entfallen wäre, statt der Leistung. Zweite Unterscheidung ist, behebbar, nicht behebbar. Sie müssen keine Frist setzen, praktischerweise, wenn es ein nicht behebbarer Mangel ist, weil es technisch gar nicht anders geht. Wenn Sie also bestellen, eine Treppe mit einer Höhe von 10 Metern und einer Tiefe von 50 Zentimetern, dann lässt sich das technisch nicht bauen, dann können Sie von vornherein Schadensersatz verlangen. Sie sehen also, das Gewährleistungsrecht im Werkvertrag ist sehr, sehr einfach. Es ist deshalb einfach, weil es dasselbe ist wie im Kaufrecht und das ist auch wiederum einfach, weil es allgemeine Grundsätze sind, das heißt das allgemeine Schuldrecht. Es gelten ganz normal 281 und 323. Da müssen Sie also nicht viel zu können. Der letzte Vertrag im Werkvertragsrecht hat genau einen Paragraphen, nämlich 651. Den haben wir auch schon angesprochen, als wir über Kaufrecht geredet haben. 651 sagt, wenn das Werk in der Herstellung einer neuen beweglichen Sache liegt, wenn Sie also sagen, male mir ein Bild oder bau mir eine Figur für meinen Garten oder bau mir einen Computer oder mach mir ein Kleid, schneider mir ein Kleid, dann greift 651. Und 651 sagt, für einen solchen Vertrag gilt Kaufrecht. Im Grundsatz spielt es also keine Rolle, ob Sie ein Hochzeitskleid von der Stange kaufen oder sich eins maßschneidern lassen. In beiden Fällen gilt Kaufrecht. Im einen Fall aber unmittelbar über 433 und im anderen Fall über den Umweg des 651. Jetzt sagen Sie sich, warum so kompliziert? Das BGB hat eine weitere Regelung, wenn Sie den 651 lesen, dann sagt der 651 Ihnen nämlich, wenn es nicht um vertretbare Sachen geht, gelten bestimmte Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend, nämlich 642, 643, 645, 649 und 650. 649 und 650 haben wir uns gerade eben angesehen. 649 sagt Ihnen, Sie können jederzeit kündigen und 650 sagt, Sie haben einen Anspruch auf einen Kostenvoranschlag. 645 war die Sache mit Sie gehen nicht zum Anprobetermin oder Sie liefern einen schlechten Stoff. 643 war eine Regelung, die sagt, ich kann kündigen, wenn der nicht kommt. Und 642
war Schadensersatz wegen Unterlassen einer Mitwirkungshandlung. Sie sehen also, da versucht man, ihre Mitwirkungspflichten etwas zu stärken und dadurch den Werkunternehmer mehr zu schützen. Der Grund, warum hier Kaufrecht gelten soll, ist insbesondere, dass dann die 474 folgende gelten. Das heißt, die Regeln des Verbrauchsgüterkaufs. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie Ihr Hochzeitskleid zugeschickt kriegen mit der Post, haftet der Versender für die Schäden auf dem Transportweg. Oder es gilt die 6 Monate Beweislastumkehr. Oder Sie dürfen die Gewährleistung nicht verkürzen. All diese Vorgaben gelten, wenn Sie neu hergestellte Sachen für sich herstellen lassen. Wenn Sie dagegen Sachen reparieren lassen, gilt das nicht. Ja? Also neu herstellen, reparieren lassen, ist ein Unterschied. Gut, damit kommen wir jetzt zum Urlaub. Die meisten Deutschen buchen Urlaub als sogenannte Pauschalreise. Sie kennen das, Urlaub mit der TUI oder ohne meinen Altours sage ich nichts. Sie buchen ein Paket, bestehend üblicherweise aus Flug, Hotel und Transfer zwischen Flughafen und Hotel. Man kann auch All-Inclusive buchen, dann kriegt man da auch noch Getränke, Essen und Surfen und Strand und keine Ahnung was. Aber das ist so das Minimum. Und da dieser Vertrag so beliebt ist, hat der Gesetzgeber dafür eigene Regelungen geschaffen, in 651a folgende. Voraussetzung ist, dass sich ein Reiseveranstalter, das ist der hier, ja, RV, Reiseveranstalter, verpflichtet, eine Gesamtheit von Reiseleistungen zu erbringen. Das heißt mindestens 2. Also es muss mindestens sein Flug und Hotel. Nur Hotel reicht nicht. Also wenn Sie jetzt bei HRS ein Hotelzimmer buchen, keine Chance. Zweitens, der Reisende verpflichtet sich, einen Preis dafür zu bezahlen. Den sogenannten Reisepreis. Die Rechtsprechung wendet das Ganze analog an, wenn es um eine Einzelleistung geht, die den Urlaub ganz maßgeblich prägt. Und konkret ging es da um Ferienhäuser. Sie wollen nach Zandvoort. Zandvoort in Holland, da gibt es einen Center Park, da können Sie hinfahren und am Meer sein. Da haben Sie aber keine Gesamtheit gebucht, Sie haben wirklich nur ein Center Park Zimmer gebucht. Und dann sagt der BGH, wenn der Reisende davon ausgeht, dass der Veranstalter es selber durchführt, wie bei Center Parks, und diese Leistung den Urlaub ganz maßgeblich prägt, weil diese Center Park Bungalows, wenn die schlecht sind, dann ist der ganze Urlaub schlecht, dann wendet der BGH die Regeln der 651a folgende analog an. Weil er sagt, das ist im Grunde genauso, wie wenn ich eine Reise bei Altours buche. Ein Urlaub bei Center Parks ist genauso mit allem, was dazugehört, was einen so unterhält. Eine Sache ist sprachlich etwas komisch. Der Reisende ist nicht derjenige, der fliegt unbedingt. Der Reisende ist derjenige, der bezahlt. Wenn also Ihr Papa für Sie überraschend eine Urlaubsreise bucht, dann freuen Sie sich und dann ist im Sinne des Gesetzes Ihr Papa der Reisende. Der Reisende ist nicht derjenige, der fliegt. Der Reisende ist derjenige, der den Vertrag schließt und bezahlt. Das wäre ein Vertrag zugunsten Dritter und Sie sind der Dritte. Sie heißen dann Dritter und nicht Reisender. Ja, das ist sprachlich komisch, aber so ist das. Wenn Sie mit TUI in die Dominikanische Republik fliegen, dann ist es so, dass nicht TUI Sie da hinfliegt mit einem TUI-Flugzeug und Sie auch in kein Hotel von TUI kommen, sondern die Fluggesellschaft heißt Air Berlin und das Hotel heißt Riu Palace irgendwas. Ja, das ist Ihr Urlaub in der Domrep.
Sie haben aber mit denen nie einen Vertrag geschlossen. Sie haben nie mit Air Berlin irgendwelche Vertragsverhandlungen durchgeführt. Sie haben auch nie mit irgendwelchen Leuten in der Dominikanischen Republik geredet. Sie haben nur mit den netten Leuten von TUI geredet. Und das Spannende ist jetzt, dass Sie einen Vertrag mit TUI haben und TUI hat Verträge mit der Fluggesellschaft, mit dem Busunternehmen und mit dem Hotelbetreiber. Die haben also da ganz viele Verträge abgeschlossen. Wenn jetzt im Hotel das Essen giftig ist und Sie am Ende im Krankenhaus landen, oder wenn das Flugzeug eine Notlandung macht oder andere schlimme Dinge passieren, dann haben Sie keine Ansprüche gegen die Leute hier unten grundsätzlich. Weil mit denen haben Sie keinen Vertrag. Den Vertrag haben Sie nur mit TUI. Aber all die Leute, die hier sind, sind die Erfüllungsgehilfen von TUI bezüglich der Pflicht. TUI muss Ihnen einen Flug von A nach B besorgen, TUI muss Ihnen ein Hotelzimmer besorgen und weil die das nicht selber machen, sind das alles Erfüllungsgehilfen bezüglich dieser Pflicht. Deshalb haftet TUI dafür, dass Sie das richtig machen. Was umstritten ist, ist, ob Sie auch einen Anspruch gegen diese Leute nach 328 kriegen, ob also TUI hier einen Vertrag zugunsten Dritter abschließt. Ob TUI also mit dem Hotel einen Vertrag abschließt und wenn das Hotel dann sagt, wir sind überbucht, Sie landen auf der Straße, Sie einen Anspruch auf Erfüllung gegen das Hotel haben. Die herrschende Meinung lehnt das ab und sagt, Sie haben nur Ansprüche gegen TUI, mit dem Hotel haben Sie nichts zu tun. Sie können TUI verklagen und sagen, ich muss jetzt hier am Strand schlafen, aber das Hotel hat damit nichts zu tun. Der Reiseveranstalter, ich rede hier immer von Altours und TUI, das muss aber nicht sein. Wenn ich zum Beispiel nächstes Semester mein Seminar mache und sage, wir fahren nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof, und zwar am 9. Januar 2017. Und ich würde hingehen und sagen, ich buche für euch alle die Bahntickets und ich buche für euch alle die Hotelzimmer und ich kümmere mich auch um die Straßenbahnfahrt zum BGH, vom Hotel, dann werde ich dadurch zum Reiseveranstalter. Das heißt, wenn die Sache schief läuft, würde ich nach 651 folgende haften, selbst wenn ich keinen Cent Gewinn mache. Ich muss nicht gewinnorientiert arbeiten, es reicht, wenn ich das Geld sozusagen einsammle und weiterleite. Ich muss es auch nicht regelmäßig machen, das reicht, wenn ich es einmal mache. Wenn Sie sich also bereit erklären, für Ihre Freundin Urlaub zu organisieren und für die Einzelleistungen zusammenstellen, sind Sie ein Reiseveranstalter. Bemerkenswerterweise machen Reisebüros das üblicherweise nicht. Reisebüros sagen Ihnen einfach, wir haben eine Reise von TUI, von Altours oder von weiß ich nicht wem. Dann haben Sie die Wahl und können zwischen diesen Veranstaltern wählen und kriegen das Gesamtpaket. Mehr kriegen Sie nicht. Das Reisebüro vermittelt nur. Das Reisebüro übernimmt keine Verantwortung dafür, dass das alles toll aufeinander passt und koordiniert ist. Das ist Ihr Risiko. Ein Trick, den man versucht hat, ist zu sagen, ich vermittle ja nur, allein diese Erklärung reicht nicht. Wenn Altours also sagt, wir vermitteln nur Hotelzimmer, wir kümmern uns gar nicht darum, dann reicht das nicht. Entscheidend ist, ob die ein Gesamtpaket anbieten oder sozusagen nur Einzelteile, die der Kunde zusammenstellt. In dem Moment, wo ich Gesamtpakete anbiete, bin ich Reiseveranstalter. Folge ist, wie gesagt, das sind alles meine Erfüllungsgehilfen und das Schlimmste ist, die Angaben werden zugerechnet, das heißt, wenn ich meinen Prospekt schreibe, das Hotel ist total toll und in Wirklichkeit ist es total baufällig, dann bin ich dran, auch wenn das Hotel mir das so gesagt hat, dass es so wäre. Ja, auch das Reisebüro wird zum Veranstalter, wenn das Reisebüro ein Gesamtpaket zusammenstellt und sagt, ich habe für Sie eine Rundreise Ostküste USA gemacht. Dann ist das Reisebüro Veranstalter und dann habe ich Ansprüche gegen die aus 651a folgende. Also Unterschied ist, ich stelle selber zusammen oder die sagen, ich biete Paket A, B, C an. In beiden Fällen Glück gehabt. Wenn dagegen die das organisieren, schlimm, dann haften sie nach 651a folgende. Dasselbe für meine Seminarfahrt.
Wenn ich meinen Teilnehmern ein Rundum-Sorglos-Paket anbiete, habe ich die Haftung am Hals. Der Reisende ist, wie gesagt, derjenige, der bucht. Der muss das nicht zum privaten Vergnügen machen. Es kann auch ein Unternehmer sein, der sagt, ich will da eine Geschäftsreise hinmachen. Er muss, wie gesagt, nicht selber überhaupt reisen. Er kann auch einfach die Reise für jemand anderen buchen. Also wenn, wie gesagt, Ihnen jemand was Gutes tun will und Ihnen eine Urlaubsreise schenkt, ist der der Reisende. Nicht derjenige, der fliegt, sondern derjenige, der bucht. Sie können auch Reisen als Familien- und Gruppenreisen buchen. Dann bucht einer und es fliegen 10 mit. Dann ist der Reisende derjenige, der gebucht hat. Nicht alle, die mitgeflogen sind. Und abzugrenzen ist Stellvertretung. Natürlich, es geht um den Vertragspartner. Wenn jemand sagt, ich bin hier als Vertreter für Herrn sowieso, der soll auch bezahlen, dann ist derjenige, der vertreten wird, Vertragspartner, nicht der Vertreter. Wenn dagegen jemand sagt, ich bezahle das und der fliegt, ist derjenige, der bezahlt, der Vertragspartner und damit der Reisende im Sinne des Gesetzes. So, was macht so ein Reiseveranstalter? Der Reiseveranstalter informiert Sie vor der Reise. Er informiert Sie zunächst mal über die einzelnen Leistungen. Er muss sagen, Sie kriegen ein leckeres Essen im Flugzeug und Sie haben ein Hotel mit Rutsche und Poolbar und keine Ahnung was. Er muss dann die Reise durchführen. Er muss also dafür sorgen, dass Sie dahin fliegen, Hotelzimmer kriegen, Essen kriegen, wieder zurückfliegen. Und zwar muss die Reise sein, frei von Sach- und Rechtsmängeln. Außerdem treffen ihn allgemeine Rücksichtnahmepflichten. Er muss sich zum Beispiel informieren, wenn gerade die CC-Fliegen da rumfliegen oder die Terroristen da rumlaufen und sie warnen, dass es gefährlich ist. Er muss sich auch informieren, wenn viele Einbrüche da passieren, wenn das Leitungswasser nicht trinkbar ist. All diese Pflichten treffen den Reiseveranstalter. Er muss sie warnen und ihr Leib und Leben und Eigentum beschützen. Der Reisende muss vor allen Dingen eine Sache tun, nämlich bezahlen. Und bezahlen muss er grundsätzlich erst dann, wenn die Reise abgeschlossen ist, sagt das BGB. Das heißt, Sie kommen zurück und dann müssten Sie bezahlen. Aber in der Praxis weicht man davon immer ab. Das heißt, im Zweifel müssen Sie immer komplett Vorkasse leisten. Sie zahlen erst und dann können Sie erst fliegen. Damit Sie allerdings nicht ganz auf die Nase fallen, hat das Gesetz in 651k eine ganz tolle Regelung gemacht, nämlich der Reiseveranstalter muss zumindest sicherstellen, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen können und vor allen Dingen wieder zurückfliegen können. Ich habe neulich bei RTL so eine Sendung gesehen und da waren die Leute irgendwo, ich glaube, es war irgendwie in Asien, in Thailand oder sowas, und dann hieß es, ja, Ihr Reiseveranstalter ist an der Pleite, Sie kommen jetzt nicht mehr zurück. Das kann im deutschen Recht eigentlich nicht passieren, weil dieser 651k sicherstellen soll, dass der Rückflug immer von der Bank finanziert wird. Sie kriegen einen sogenannten Reisesicherungsschein und auch wenn Sie keine Reiserücksicherung oder was abschließen, den kriegen Sie immer, steht im BGB drin, und dann muss die Rückreise sichergestellt sein, auch wenn der pleite geht. Zurück kommen Sie immer. Und natürlich haben auch Sie als Reisender Rücksichtnahmepflichten. Das bedeutet, Sie dürfen das Flugzeug nicht vollkotzen. Sie dürfen das Hotelzimmer nicht demolieren und Sie dürfen auch nicht die Fernbedienung vom Fernseher oder den Bademantel oder die Bettdecke mitnehmen, was sehr häufig passiert. Das sind Ihre Rücksichtnahmepflichten als Reisender. Ja, dieser Sicherungsanspruch, wie gesagt, basiert auch auf Europarecht. Die Idee dahinter ist, Sie als Reisender gehen in Vorleistung und haben im Urlaub im Zweifel auch nicht genug Geld dabei, um mal eben einen Rückflug zu buchen. Also wenn Sie in Thailand sitzen, dann sagt Ihnen die Fluggesellschaft, klar, wir nehmen Sie gerne zurück, 1.200 €, zahlen Sie bar oder mit Karte. Das ist für viele Leute ein großes Problem. Deshalb muss der Reiseveranstalter die Rückerstattung des Reisepreises und die notwendigen Aufwendungen, um wieder zurückzukommen, sicherstellen.
Und zwar durch einen unmittelbaren Anspruch gegen eine Versicherung, sowas wie Allianz, Provinzial, ja, oder gegen eine Bank, sowas wie Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse. Sie kriegen einen Reisesicherungsschein und der ist bares Geld wert. Das heißt, da kann man dann mit zurückfliegen. Solange kein Sicherungsschein vorliegt, gibt es ein Verbot, diesen Vertrag zu schließen. Das heißt, der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn auch die Sicherheit vorliegt. Solange darf der Reiseveranstalter keinen Cent von Ihnen annehmen. Wir sehen also ein ganz tolles System. Ja, was passiert, wenn der Urlaub versaut ist? Das steht in 651c. Der Urlaub muss die zugesicherten Eigenschaften haben. Und das meint hier dasselbe wie im Mietvertrag. Wenn Ihnen der Reiseveranstalter garantiert 0 Tage Regen, dann darf der Urlaub 0 Tage Regen haben. Wenn es auch nur einen Tag regnet, Schlechtleistung. Aber Zusicherung heißt, das habe ich schon im Mietvertrag gesagt, das sage ich hier nochmal, Garantie. Das heißt, der Reiseveranstalter muss sagen, ich will auf Schadensersatz haften, selbst wenn ich es unter keinen Umständen beeinflussen kann. Ich will auf jeden Fall haften, ich bin mir so sicher, dass das nicht passiert, da hafte ich verschuldensunabhängig für. Meistens geht es nicht um zugesicherte Eigenschaften, sondern um Fehler. Auch bei Fehlern gilt dasselbe wie im Mietvertragsrecht. Es geht darum, es geht um Abweichungen der Ist- von der Sollbeschaffenheit, die den Wert oder die Tauglichkeit zum gewöhnlichen oder dem vertraglich vereinbarten Nutzen aufheben oder mindern. Was heißt das? Alles, was Ihnen den Urlaub versaut, kurz gesagt. Das Problem ist, kein Fehler ist das allgemeine Lebensrisiko. Allgemeines Lebensrisiko ist Wetter. Das Wetter ist immer Zufall. Damit müssen Sie rechnen. Das allgemeine Lebensrisiko sind zudem Streiks. Das allgemeine Lebensrisiko sind Terroristen, Bürgerkriege, Hungersnöte. All das ist allgemeines Lebensrisiko. Demgegenüber, alles, was im Prospekt steht, in Ihrer Bestätigung steht, das gilt, egal ob es schlechter oder besser ist als erwartet. Und, ganz wichtig, wenn das nicht ist, wird geguckt, wie viel haben Sie denn bezahlt. Wenn Sie also einen 10-tägigen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei für 200 Euro buchen, dann können Sie da nicht allzu viel erwarten. Ja, tut mir sehr leid für Sie, aber was ist leider so? Weil das, was im Prospekt steht, als vereinbart gilt, gibt es da einen gewissen Code. Ja? Man nennt ihn auch den Reiseprospektcode. Wenn zum Beispiel im Prospekt steht, Sie haben es nicht weit zum Flugplatz, was denkt sich dann der Reisende? Na, was würden Sie denken? Ja, nur ein paar Kilometer, vielleicht auch nur 100 Meter. Aber was ist Ihr Problem vielleicht mit dieser Aussage? Ja, es könnte sein, dass Sie Tag und Nacht da immer über sich hören und die ganze Zeit über Ihnen ein Flugzeug hin und her fliegt. Damit müssen Sie dann leben. Oder wenn da steht, ein Hotel in zentraler Lage, das klingt doch gut. Was ist das Problem, wenn da steht, ein Hotel in zentraler Lage? Ja, wahrscheinlich sitzen Sie dann mitten auf der Hauptverkehrsstraße an der Autobahn und machen die ganze Zeit ja, gibt es auch. Was sagen Sie denn zum eine aufstrebende Gegend? Ja? Ja, wenn es eine aufstrebende Gegend ist, gibt es natürlich überall Baustellen, denn die muss ja irgendwie streben, dann muss halt gebaut werden. Haben Sie das halt Bauarbeiten nebenan. Was sagen Sie denn zu einem naturbelassenen Strand? Das klingt aber wirklich gut, oder? Das nehmen Sie. Ja? Also naturbelassen bedeutet, es kümmert sich einfach keiner drum. Das heißt, da liegt dann auch der ganze Müll und alles, der liegt dann halt da. Da haben Sie halt irgendwie
naturbelassen, 1000 Zigaretten, Kippen und Algen und alles, was da so liegt. Es wird einfach naturbelassen, so wie die Natur es halt lässt. Was sagen Sie denn zu verkehrsgünstige Lage? Halt auch direkt an der Straße oder irgendwie an der Eisenbahnstrecke oder so, dass man auch die ganze Zeit lernt. Ja, natürlich. Das heißt, an der Autobahn oder an der Eisenbahn, also viel Vergnügen mit dem, was da passiert. Was sagen Sie denn zur internationalen Atmosphäre? Das ist doch schön. Völkerverständigung. Was heißt das denn? Internationale Atmosphäre klingt doch nett. Was denn? Da fahren Sie doch gerne hin, oder? Was heißt das denn? Das müssen Sie doch wissen, die fahren doch alle in Urlaub. Ja? Da spricht keiner Deutsch. Da spricht keiner Deutsch. Das wäre denkbar. Meistens in der Atmosphäre der Code dafür, hier sitzen die Russen und sonst keiner mehr. Aber hier, besonders für junge Leute geeignet. Was meinen Sie denn dazu? Ja, das heißt in der Tat, morgens um 3 fängt das Kind an zu schreien und das hört dann nicht auf bis abends um 2. Dann haben Sie also rundum Unterhaltungsprogramm. Also, in dem Moment, wo Sie das im Vertrag stehen haben und Sie nehmen das, können Sie sich nicht darüber beschweren, wenn das so ist. Ja? Wenn genau das passiert, was im Prospekt steht, können Sie sich nicht beschweren, weil das vereinbart ist. Das ist eine Beschaffenheitsvereinbarung. Sie haben sich darauf eingelassen. Irrelevant sind bloße Unannehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten ist zum Beispiel eine Flugverspätung von bis zu 4 Stunden, weil man sagt, das ist doch üblich, ist doch okay. Da können Sie sich vielleicht an die Fluggesellschaft halten, gibt es Fluggastrechteverordnung, aber nicht an den Reiseveranstalter. Weil man sagt, das ist halt eine Unannehmlichkeit, die Ihnen aber nicht den ganzen Urlaub versaut. Dann haben wir, wie gesagt, zugesicherte Eigenschaften, garantiert kein Regen. Wenn das passieren sollte, haben Sie Glück gehabt. Die Zusicherung kann auch ganz konkludent erfolgen, wenn offensichtlich ist, dass im Reisenden genau darauf ankommt. Wenn Sie also einen Surfer haben und sagen, da sind hohe Wellen, dann ist klar, wenn da keine hohen Wellen sind, will er ja nicht hinfliegen. Das heißt, auch wenn der Reiseveranstalter nicht sagt, ich garantiere für die hohen Wellen, ist klar, dass das Entscheidende sein soll. Wichtig, es kommt bei einer zugesicherten Eigenschaft nicht darauf an, ob der Urlaub trotzdem gut gewesen ist. Es reicht, wenn die zugesicherte Eigenschaft fehlt, unabhängig davon, ob es den Urlaub versaut hat oder nicht. Und ganz wichtig, die Haftung ist nicht abhängig von vertreten müssen, weil bei einer Garantie Sie schuldensunabhängig haften, auch wenn Sie nichts dafür können. So, was machen Sie, wenn Sie im Urlaub im Hotelzimmer sind und Ihnen die Kakerlake ins Gesicht fällt? Das sagt das BGB, dann wenden Sie sich bitte an den Reiseveranstalter. Der Reiseveranstalter ist nicht das Hotel. Der Reiseveranstalter ist die nette Dame, die dann Reisebetreuung vor Ort betreibt. Meistens Damen, manchmal auch Herren, aber regelmäßig Damen. An die wenden Sie sich und sagen, mir ist heute eine Kakerlake ins Gesicht gefallen, vielleicht auch 2. Und dann sagt die, ja, dann gehen Sie mal ein Zimmer weiter, da gibt es garantiert weniger Kakerlaken. Und wenn das dann auch eklig ist, dann können Sie halt ein anderes Hotel verlangen und immer so weiter. Dieser Abhilfeanspruch ist im Grunde das, was wir kennen im Kaufrecht als Nacherfüllung oder im Mietrecht eben auch als Abhilfe. Die muss alles tun, dass die Reisestörung beseitigt wird. Notfalls Kakerlaken fangen. Sie brauchen keine Abhilfe zu verlangen, wenn die Abhilfe unmöglich ist. Zum Beispiel, wenn im Pool kein Wasser ist und da kein Wasseranschluss vorgesehen ist, dann wird er sich nicht daran ändern, auch wenn Sie sich beschweren. Also wenn die Beschwerde von vornherein keine Erfolgsaussicht hat, ist das irrelevant.
Ebenso grundsätzlich, wenn die Reisefrau Ihnen gesagt hat, ich kann da nichts tun, das wäre viel zu aufwendig, Sie sind der Einzige, der Probleme mit Kakerlaken hat, alle anderen freuen sich über Haustiere, dann müssen Sie auch leben. In dem Moment, wo die Abhilfe entweder nicht erfolgt oder wo die Abhilfe sozusagen trotz Fristsetzung nicht erfolgreich war, können Sie zu Phase 2 übergehen. Und Phase 2 ist, Sie machen Selbstabhilfe, Sie wechseln also das Hotel im Zweifel. Bei dieser Selbstabhilfe ist das System genauso wie im Werkvertrag, Sie geben Geld aus und holen das Geld wieder. Sie buchen also an das Hotel und das Geld holen sich hinterher vom Reiseveranstalter zurück. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine Frist zur Abhilfe gesetzt haben und innerhalb der Frist kein Erfolg eingetreten ist. Fristsetzung kann entbehrlich sein, wenn ernsthaft und endgültig verweigert oder relatives Fixgeschäft, weil Sie eh nur 2 Tage da sind, dann können Sie nicht eine Frist von einem Tag setzen, weil dann der Urlaub eh vorbei ist. Interessanterweise, auch hier wieder wie im Mietrecht, kriegen Sie eine Minderung. Und die Minderung kriegen Sie ab der Sekunde, wo Sie Abhilfe verlangt haben, bis zu dem Moment, wo die Abhilfe erfolgreich ist. Sie brauchen dazu nicht zu sagen, die Abhilfe passiert automatisch. Die Abhilfe ist allerdings die Minderung ist allerdings ausgeschlossen, wenn Sie sich nicht beschwert haben. Wer nicht sagt, kriegt auch keine Minderung. Das ist auch wieder ähnlich wie im Mietvertragsrecht. Sie kriegen sogar eine Minderung dann, wenn Sie einmal nur gestört werden, zum Beispiel, wenn Sie sterben. Ja? Also, wenn Sie tot sind, brauchen Sie nicht zu sagen, ich möchte erstmal Abhilfe, dann kriegen Sie sofort Minderung. Auch wenn Sie ein Trauma kriegen, weil Sie zum Beispiel in den Abfluss vom Swimmingpool gesaugt worden sind oder sowas, auch dann brauchen Sie sich nicht erst zu beschweren. Für diese Minderungen gibt es Tabellen. Diese Tabellen kommen nicht von Gott oder irgendwie von Moses aus den 10 Geboten, sondern diese Tabellen kommen daher, was Gerichte im Einzelfall mal an Minderung gewährt haben. Das bedeutet, Sie können nicht einfach addieren und sagen, okay, Mehrblick gebucht, kein Mehrblick bekommen, 10% plus Essen eklig, 20% plus irgendwas, da kommt irgendwann auf 200% und sagen, okay, ich kriege alles zurück. Sondern Sie müssen immer eine Gesamtabwägung treffen und sagen, wie schlimm war es denn? Sie kriegen dann das Geld, das Sie zu viel gezahlt haben, zurück. Schließlich können Sie auch kündigen. Kündigung bedeutet, Sie sagen, ich fliege jetzt zurück, das ist mir zu eklig hier. Voraussetzung dafür ist ein schwerwiegender Mangel. Das heißt, wir brauchen dafür wieder was, was besonders eklig ist. Und wir brauchen eine Kündigungserklärung, und zwar hier gegenüber dem Veranstalter, nicht gegenüber dem Hotel, sondern gegenüber der Reiseleitungsdame. Grundsätzlich kriegt der Reiseveranstalter trotzdem eine Teilentschädigung, aber er muss die notwendigen Maßnahmen, zum Beispiel den Rücktransport, finanzieren. Letzter Punkt, dann haben wir auch Schluss für heute. Sie kriegen Schadensersatz. Wenn Sie also die Ratte in den Fuß beißt und Sie kriegen die Pest, dann kriegen Sie zumindest die Krankenhauskosten bezahlt. Wenn Sie beklaut werden, kriegen Sie den Wert der gestohlenen Sachen ersetzt. Hier hat der Gesetzgeber auch noch was Tolles geschaffen für Sie. Er hat nämlich für Sie die Möglichkeit geschaffen, Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit zu bekommen. Wenn Sie also sagen, ich habe mich im Urlaub gar nicht erholen können, kriegen Sie dafür Geld. Also Geld für die fehlende Erholung. Und dieser Schadensersatz ist ein immaterieller Schaden und es wird dann abgewogen, wie eklig war es denn und wie viel haben Sie bezahlt. Also wie viel Erholung wäre es Ihnen wert gewesen. Wenn Sie also eine Reise auf die Malediven buchen oder eine Reise irgendwo, wo teuer ist, nach Jamaika, dann kriegen Sie eine hohe Entschädigung, weil man sagt, da kann man sich gut erholen. Wenn Sie dagegen auf den Ballermann fahren
kriegen Sie nur eine niedrige Entschädigung, weil da kann man sich eh nicht so gut erholen. Die Entschädigung kriegen alle, das heißt nicht nur Leute, die Urlaubszeit gesetzlich kriegen, sondern auch Rentner, Schüler und Studenten, weil es geht darum, dass jeder Mensch ein Recht auf Erholung hat und wenn man diese Erholung verliert, dann soll man dafür Geld kriegen. Und das ist im Grunde wie Schmerzensgeld, dann wird halt gewürfelt, wie viel Ihre Erholung Ihnen wert ist. So, wir machen dann morgen weiter mit dem Behandlungsvertrag und dem Maklervertrag.